Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich, grüße euch und vielmals Dankeschön fürs Einschalten. Weiter geht's bei Resident Evil 4. Hier im Krauser-Kampf geht's mittendrin weiter, um genau zu sein. Ich hatte jetzt unterbrochen. Part ist ein bisschen lang geworden. Und dann habe ich mich dazu entschieden, wir machen hier direkt im nächsten Part weiter. Und nun ist es soweit. Ja. Ist zu warm heute. Sonnig, sonnig, warm. Und auch ein bisschen schwül. Keine Ahnung, was das jetzt damit zu tun hat, aber egal. Oh. Na? Zugegeben, dass du bis jetzt überlebt hast, verdient Anerkennung. Ich wäre tot, hätte ich weiter auf Leute wie sie gehört. Na, streck schon raus, dein Köpfchen. Shit. Keine Ahnung. Ich frage ihn, wenn ich ihn sehe. Ich glaube, ich habe ihn erwischt, ne? Der ganze Aufwand nur für mich? War doch nicht nötig. Du bist eben was ganz Besonderes, Pretty Boy. Pretty Boy. Boy Toy. Ah, scheiße. Ja gut. Also irgendwas stimmt nicht mit der Trophäe oder man kann die echt nicht machen vorher, ne? Hatte kann man gar nicht mehr so mixen, okay. Immer noch keine Trophäe für maximale Lebensanzeige. Geht wohl noch weiter höher. Ich will jetzt überlegen, ob ich speichere. Ach, speichere. Heile oder nicht. Macht es nicht. Nein! Boah! Lauf doch, Jung! Ach, direkt in die nächste Bärenfalle. Wollt's mich nackt. Wie kriege ich denn Schaden, wenn ich. Der ist weg, ne? Ja, halt die Backen. Ach, das ist jetzt scheiße, das Visier. Warte mal. Also ich schätze jetzt mal. Schätze mal, er ist weg, wollte ich gerade sagen. Ja, ey, Junge. Komm raus mit deinem Kopf. Du hast mit Bravour bestanden. Hier ist deine Medaille. Weißt du, so ein Arsch der Type. Na gut, andererseits, der ist ja auch nicht zum Kuscheln hier, ne? Oder zum Händeschütteln. Krause der Knuddelbär. Jetzt gilt es, Soldat! Ja, ich komme nicht mehr ums Heilen drumherum. Ja, meinst du, sagst du, jetzt geht's? Alt oder nix, wa? Ja. Sicher, dass Sie keine Verschnaufpause brauchen? Der Arm muss höllisch wehtun. Neue Wunden sind in der Richtung, die alten Fuck. Zu vergessen. Du bist verweichlicht. Weil er mal will, ne? Charakterschwachen.
Das finde ich so behindert gemacht, ehrlich. Ich kriege aufs Maul dafür, weil ich eine Sekunde brauche, um mich aus der Scheiße dazu befreien. Also, das ist echt bescheuert. Also ist er so, ne? Mehr oder weniger. Ich meine, der Kampf war im Original noch ätzender, also kann man das schon sagen. Aber das ist behindert, Alter. Das ist wirklich richtig behindert gemacht. Das kann irgendwie Capcom nicht sein lassen. Diese Quicktime oder Tastendrück. Diesen Tastendrück Mist einfach, ne? Ich drück den gleichen Bums wie immer. Und manchmal sagt er, ja, ist Parry, manchmal sagt er, ist kein Parry. Also. Merkwürdig. Ist fertig mit Quatschen. Neue Wunden, bla bla bla. Ich habe eigentlich, naja. Ich habe schon begriffen, meckern bringt nichts. Hat noch nie was gebracht. Ey, ich hab ihn noch geschlagen. Hätte der den erwischt, dann hätte er wahrscheinlich mich nicht angegriffen. Hätte Fahrradkette. Wie viel scheiß Munition man über dem. Ach, Heilung verbrät, ne? Was abenteuerlich, du. Ja, jetzt fängst du wieder an rumzuballern, ne? Weil er nicht weiter weiß. Es ist so dumm, teilweise einfach wirklich so zufallsbasierend mit dem Parieren. Alter Mann. Da. Alter, willst du mich verarschen oder was? Ich hab gedrückt, ich schwör's, ich hab gedrückt, Alter, das ist doch. Was zur Hölle hast du die zwei Jahre gemacht? Ja, genäht. Gehäkelt und genäht. Ja, das mag er nicht, ne? Wenn du mal den eigenen Scheiß serviert, Chris. Findest du da nicht so geil, ne? Lassen Sie Ihre Psychospielchen. Jetzt sag ja. Bleib ich bei Capcom, kann nichts. Also, wenn sie mit dem affigen Scheiß nicht dabei haben, dann schießen die Gegner mit Raketenwerfern. Alter! Der Controller-Killer, sowas, ehrlich, also. Ey, was ist das? Jetzt mal ehrlich.
Was für ein Blödsinn, der kommt angestürmt von vorne, beschissen von vorne. Und wie oft hab ich dir gesagt? Na klar. Du bist zu weich, um zu tun, was nötig ist. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Rookie. Ja, ja, dafür sind deine Ideale verkäuflich, ne? Oder er ist käuflich, sag ich mal. Ja, ja. Zeit für deine Abschlussprüfung. Ja, der hat auf jeden Fall zu oft am Staub genuckelt. Definitiv zu häufig dran genuckelt und geschnuppert. Das soll also ihre wahre Kraft sein? Ich würde mein Geld zurückverlangen. Du wirst dein freches Mundwerk noch bereuen. Oh, freches Mundwerk. Der Psycho bei der Ausdrucksweise achtet er dann schon noch, dass er nicht zu ausfallend wird. Aha. Der Dachschaden auch. Ist doch echt abenteuerlich, doch. Ey, ich hasse es. Ich kann's kaum erwarten, dich zappeln zu sehen. Ja, wer weiß, was du vorhast. So. Zappeln. Hört sich ja abenteuerlich an. Schießpulver. Ich will mal Farbband sagen. Ist ja kein Farbband. Shit. Ja, oh, jetzt gibt's den Showdown. Noch nicht fertig. Das wird deine letzte Lektion. Nein. Wird Zeit, dass der Lehrer was lernt. Oh. Wie zuversichtlich. Greif an, Rookie! Ich frag mich, wenn der sich doch so verwandelt. Der sollte mal rein theoretisch, der gewinnt den Kampf. Wie kriegt er denn die ganzen Arme da wieder so vernünftig? Der kann auch nirgendwo mal hingehen. Wenn er sich einmal mutiert hat, oh ja, zermatsch mir die Rübe, ey. Bin nicht überrascht, dass du so weit geschafft hast. Sollte man mal drüber nachdenken. Wenn die sich so verwandeln. Kann ja nicht sein, dass das seine Endform ist. Nein! Vor zum Tor. Ein bisschen die Magnum, glaube ich. Der Krauser, den ich kannte, ist tot. Na, fuck. Ah, komm. Ich bin besser, als er jemals sein konnte. Ja, jetzt sagen sie alle. Oh.
und Stärke. Ja, aber willst du mich verarschen immer mit der ein und der gleichen Scheiße ein? Meine Güte, du. Sehr erbärmlich. Aber der kostet echt. Ja, sogar langsam. Nein. Gibt es bald nichts mehr zu beschützen. Früher hätten sie das gewusst. Genau da liegt's. Och ja, Handkanten. Klatsch. Oh, ich baller die ganze Scheiße hier. Stell dir vor, über welche Stärke du verfügen könntest. Und zu so einem Freak werden wie sie. Ja, echt mal. Naja, immer alles matig machen. Wo haben wir jetzt mal bald? Bin. Setz dein Köpfchen ein. Du willst es doch nicht verlieren. Endlich, ey. Fing langsam an zu nerven, der Typ. Kriegen wir sein Messer? So ist gut. Einsatzmesser, jawohl. Was für ein unfassbarer Psychopath, ne? Ja, besser gemacht an und für sich schon, der Bosskampf, als im Original, aber irgendwie trotzdem noch genauso nervlich. Boah, hat's mich zerfetzt. Hat's mich zerfetzt hier. Hat irgendwie, hat das eine längere Haltbarkeit? Sieht gleich aus, ne? Wahrscheinlich mehr Schaden. Was für ein dicker Oschi. Oh, Magnum-Munition. Ja, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Magnum benutzt, dann hätte ich vielleicht den Kampf schneller beenden können. Eventuell, ne? Weiß man hinterher eh immer besser. Lacht man ja so schön, ist ja auch, ne? Man sieht immer meistens, woran es gehapert hat. Woran hat es gelegen?
Kapitel zu Ende, glaube ich, ne? Jawohl. Ja, wir gehen immer mehr aufs Finale zu. Kapitel 15. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh. Auf zum Berggipfel. Oh, da kann man direkt erstmal Lucky Lucky machen. Das muss das Heiligtum sein. Ashley. Die Verteidigung ist nicht ohne. Ja. Kann man wohl sagen. Ist die ganze Zeit schon nicht ohne. Hier lang, ne? Ah, oh, da ist noch eine Kiste. Die nehmen wir mit. Händler auch in der Nähe, sehr schön. Oh, nur oh. Das Beste vom Besten. Meinst du? Da will ich hoffen. Das will ich schwer hoffen, Kumpel. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Krausers Messer habe ich ja jetzt auch, ne? Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Trotzdem repariere ich das. Habe ich zwei, ja? Okay. Nur mal sicher, und das macht schon deutlich mehr Schaden, aber auch, ne? Zack. Kleinigkeit. Boah, nochmal 30.000 investieren und die Waffe dann vervollständigen quasi. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Oder der Snipe. Nicht schlecht. Sonnenangebot, Killer 7. Nein, danke. Ein paar Vorratskäufe? Gute Entscheidung. Na dann, was kann ich für dich tun? 13 Kristalle habe ich. Dinge, die kann Christ- egal. Kaufen. Nee. Andererseits, meistens finde ich ja eher Grünes, ne? Jederzeit wie willkommen. Nein, nicht. Eine interessante Wahl. Also ich meine das natürlich angenehme Reise. Ja, ja, ich habe Scheiß gekauft, willst du damit sagen? Was war das? Ach so, mehr Pistolenmunition. Naja. Ist eigentlich ja egal. Ich brauche Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Ohne I. Encontrado. Ha cubierto. Was? Warte. Ah. Oh, cool. Versteckung. Der ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Das steht schon mal fest. Ja, aber definitiv. Der räumt auch hoch. Jawohl. Wahrer Poet. Ja, mehr Kundschaft. Lock sie irgendwo hin, wo Platz ist. Ich gebe ihn, wofür sie hier sind. Hier ist Platz.
Hallo. Wolltest du nicht mal? Ja, ist doch locker genug Platz. Warum? Geht doch. Gib ihn. Ich zieh auch den Kopf ein. Ja, besser geht's nicht. Ja, den kriegst du mal. Mach ich. Aber die könntest du auch noch ausschalten, wäre mal ganz cool, wenn du schon mal dabei bist. Ja, korrekt. Jawohl, ja. Ja, ganz locker flockig alles aufsammeln. Tralali und tralala. Schnaufen. Schnell weg. Was soll ich sagen? Ich hab's halt drauf. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, ist sogar noch untertrieben. Richtig Bombe. Absolute Bombe. Jawohl, Heilspray, Heilspray. Ja, so kannst du von mir aus gerne die ganze Zeit weitergehen. Ich sag nicht nein. Ja, schön doof. Schwere Granate, sehr schön. Machen wir. Ja gut, aber das tun wir im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Zeit und vor allem im Allgemeinen für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und hoffentlich bis bald. Tschüss, bis dann. Ja, das machen wir dann aber lieber. Ja, Flak ausschalten machen wir dann aber im nächsten Part. Ich beende den Part an dieser Stelle und bedanke mich bei euch nochmals für die Aufmerksamkeit, für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Tschüss und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Hoffentlich bis bald.